Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.4. Ja, was machen wir gerade? Wir sind noch weiter am Zuckerrüben ernten und wir sind aber auch dabei aufzuräumen, uns von der letzten Ernte sozusagen zu erholen und Maschinen zurückzubringen, sauber zu machen und so weiter und so fort. Ich habe hier den Holmer Terrados am Laufen mit einem normalen Helfer einfach drin und habe einen automatischen Abfahrer dabei. Und wir schauen mal, was denn noch so aufzuräumen ist. Oh, da können wir uns mal. Den müssen wir nachher auch mal irgendwie benutzen. Wir brauchen auch noch wieder auf jeden Fall. Wir müssen Paletten verteilen. Wir müssen noch ganz viel mehr. Die Produktion in Gang halten. Wir müssen Saat ausbringen. Mal gucken, wo unsere Maschinen denn noch. Aha, okay, der hat abgekippt. Ja, wir können auch. Wir haben Zucker ohne Ende. Wir könnten eigentlich hier oben mal ein Zuckerlager bauen. Milch haben wir auch ohne Ende. Die müssen wir unbedingt wegbringen. Da kommen wir aber gar nicht hinterher. So, der ist noch voll mit Raps. Oder nicht voll, aber da ist zumindest noch Raps drin. Aber der hier ist fertig. Der ist voll getankt. Der ist sauber. Und den können wir jetzt mal in die Halle fahren. So, vorher muss ich aber das Schneidwerk abhängen, da ich mit den Schneidwerken mit dem Rückwärtsfahren nicht so wirklich gut klarkomme. Und auch mein Trailer Assist damit nicht funktioniert. Bereue ich schon fast, dass ich keine Schneidwerkswerke mehr habe. Nein, tue ich nicht. Stellen wir die hier ab. Da stehen. Stören sie nicht. Und fertig. Und ihn hier fahren wir jetzt gleich in die Halle. Damit alles schön, fein, sauber ist. Müssen wir jetzt näher ran. Sehe ich gleich nichts mehr, weil das Hallendach im Weg ist. Ja, heute Abend, so irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr, ich schätze jetzt mal so 19:30 in etwa, gibt es auch wieder einen Livestream hier von der nordfriesischen Marsch. Nein, mitspielen kann man da im Moment nicht. Im Moment, wir haben nur einen Server mit 4 Slots im Augenblick und die 4 Slots sind alle reserviert. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zuguckt und könnt natürlich auch gerne Kommentare dann posten im Chat. Und Fragen stellen und so weiter und so fort. Ja. Würde mich freuen. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Was haben wir denn noch auf den Feldern stehen? Das ist unser Abfahrer für den Rübenernter. Da muss ich ihm nochmal eben sagen, dass er auf Feld 107, das ist mein Grasfeld 7, dass er da suchen soll. Und irgendwie scheint der Holmer meinen, er wäre schon fertig. Ah, okay, alles klar. Naja, klar, er hat natürlich hier das bisschen abgeerntet. Das ist klar. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, da war noch so ein kleiner Rest, den hat er jetzt abgeerntet und meint, er wäre jetzt fertig mit der Arbeit. Aber wenn wir ihn jetzt hier hinstellen und ihm sagen, mach mal, dann macht er das auch. Ja, mir egal, ob er da jetzt irgendwie so kleine Probleme hat. Interessiert mich nicht weiter so. Schön. Wir haben alles. Heißt, wir können jetzt anfangen zu säen. Säen. Aussäen. Dafür nehmen wir uns mal hier den Axion. Krallen uns hier hinten die Amazone.
nicht schön, aber selten. Angekoppelt. Ja, fast alles noch voll. Können ja mal gucken, ob wir hier uns noch ein bisschen den letzten Prozent an Dünger noch eben reinfüllen. Wir müssen auch unbedingt die Düngerproduktion in Gang halten. Ist schon voll. Und ja. Da müsste ich ja eigentlich sogar einen Kurs haben hier für Feld 20. Feld 20. Da habe ich keinen Kurs. Alles klar, dann generieren wir einen Kurs. So. Startposition. Von hier oben an. Also Startposition. Ja, aktuelle Fahrzeugposition. So. Vorgewende, ja, möchte ich natürlich. Durch drei Stück. Mal scharf. Gucken, wie es das wird. Generieren einen Kurs. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich fahre ihn jetzt mal so, dass er auch vernünftig am ersten Start, am ersten Wegpunkt anfangen kann. Was pflanze ich denn hier an? Lass ich es bei Weizen? Oder pflanze ich mal was anderes an? Ne, ich glaube, ich lasse es bei Weizen. Das ist schon okay so. Wegpunkt. Einstellen. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt aussieht gleich. Aber was ich natürlich noch machen will, was ich ja immer mache, wenn ich anpflanze, ich schalte das Pflanzenwachstum aus. Ich auch zwischen. Ich schalte das Pflanzenwachstum aus, weil sonst habe ich nachher das Phänomen, dass hier schon ein Teil in einer anderen Wachstumsstufe ist. Also dass hier in unterschiedlichen Wachstumsstufen sich befinden. Die Felder und vor allem auch wenn ich große Felder habe, auch auf einem Feld habe ich dann unterschiedliche Wachstumsstufen. Das muss ja nicht sein. Wie geht's eigentlich meinen Tieren? Die Kühe brauchen Wasser und Stroh und Gras. Ah, gut. Okay. Ja, muss ich mich auch mal drum kümmern. Schafe, ja, ist auch alles im Bereich, da ist auch alles gut. So, er ist hier am Machen. Das ist toll. Ja, da müssen wir dann auch noch mal ran. Und den Rest darunter ernten. Wo auch immer er dann nur bis dahin fährt, keine Ahnung. Sehen wir uns dann an. Nehmen wir mal den Fendt, bringen den auf die auch zum Ansehen raus.
Wieso habe ich für den eigentlich kein Frontgewicht? Da kaufe ich doch gleich erstmal eins. Wo sind eigentlich meine ganzen Traktoren? Ja, der Xerio muss mal aufgetankt werden. Ich kann ja nicht schon mal zum Auftanken fahren, ne? 73 Liter wäre ich da nicht mehr viel. Voll machen bitte. So, wo sind denn meine ganzen Traktoren? Doch gar nicht. Ah. Da habe ich meinen Deutz. Ah. Kann ich jetzt nach oben fahren? Hier eigentlich schon Mist und Gülle? Ja, ein bisschen. Ich höre nicht mega viel. So. Kaufe ich noch neue Traktoren? Mache ich das? Habe ich da Bock drauf? Ich würde ja hier unten gerne eigentlich einen Case-Hof haben. Aber hier im Prinzip auch eigene Geräte, die eigentlich nur hier unten da was zu tun haben. Könnte ja auch noch einen schönen großen Glas gebrauchen. Reifen. Ja, sowieso. Jetzt, kaufen wir uns noch einen großen Glas. Jetzt gerade mal Bock zu, ob ich den brauche, weiß ich nicht. Und dann kaufen wir uns auch noch einen großen Case. Meiner größten Ausführung. Ich stehe auf Standard, Black Grill, ja, White Grill, nee, Black Grill. Und den da. Okay, so, jetzt kommen wir noch Frontgewichte. Zurück. Was wir jetzt noch machen, wir investieren jetzt gerade mal eben richtig. Ich könnte noch. Davon habe ich schon zwei. Auch noch mal eine. Die geht auch hier unten an den Hof. Und ich brauche noch Überladewagen. Ich weiß gar nicht, welchen ich habe. Einen, den ich schon habe.
drin. Doch nicht. Die wäre natürlich cool, diese Sämaschine, wobei die hat auch nicht die Arbeitsbreite. So cool ist sie dann auch. Nee, das ist schon okay. Den Überladewagen, den ich habe, kann ich mir nicht. Doch, da. Da habe ich zwei. Ja. Und auch davon kaufe ich einen. So, ihr seht, richtig investiert. So, das Wasserfass ist leer. Da habe ich 800.000 Euro für Dings ausgegeben. Für neue Fahrzeuge ausgegeben. Unfassbar. Ja, jetzt steckt hier auch noch der Glas im Verkehr fest. Kümmern wir uns eben drum. Ja, schlecht. So, jetzt sollte er den ja wohl. Kein Drescher in Reichweite. Durcheinander. Geht doch neben dir. Zuckerrüben auf jeden Fall genug, um Zucker bis umkippen zu produzieren. Abfahrer einstellen, wunderbar. So. Ja, den will ich gleich fahren, ja, ist richtig. Den kann ich noch nicht fahren. Der ist vollgetankt, den brauche ich jetzt aber nicht. Wo haben wir sie denn? Da haben wir ihn. So. Ist der nicht ein Frontgewicht? Ja. So, den klemmen wir jetzt mal hier schön hinter. Und fahren damit dann mal zum Händler, würde ich sagen. Und wie wir das machen. Und was wir dann da beim Händler machen, naja, ist natürlich klar, ne? Wir holen unsere neu gekauften Geräte ab. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Schaltet morgen am Sonntag wieder rein. 10 Uhr die erste Folge, 14 Uhr die zweite. Oder guckt heute Abend so irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr. Starten wir einen Livestream hier auf dem Nordfriesischen Marsch. Wir sind da fleißig am Ernten, am Dreschen und so weiter. Ja, guckt auch da gerne mal zu heute Abend. Oder besucht eine Facebook-Seite, Friesenjung13. Hinterlasst da gerne ein Gefällt mir. Ja, da kriegt ihr auch dann immer die neuesten Informationen, also kriegt ihr immer einen Hinweis oder beziehungsweise ich poste dann immer, wenn ein neues Video veröffentlicht wurde. Und in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao!